Der Witz im Wort. Frau Peppi und die Buben. Chaos Crack. Tödliche Träume in Amerika. Und verkauft und missbraucht. Teenage Schicksal in Thailand. Hallo bei der ersten typischen Ausgabe von Emotion in diesem Jahr. Wenn ihr heute extra wegen uns zu Hause geblieben seid, was für eine weise Entscheidung. Denn mal ehrlich, was gibt es denn schon so Großartiges da draußen an einem Freitag im Nachtleben, was ihr nicht ohne dies schon in- und auswendig kennt? Was ihr sicher noch nicht kennt, weil es so neu ist, dass wir es heute zum ersten Mal auf Sendung bringen, ist ein Trio auf Reisen, das seinesgleichen sucht. Frau Peppi und die Buben heißt unsere neue Eigenproduktion, mit der wir euch ab heute einmal im Monat an diesem Sendeplatz in ganz andere Fernsehdimensionen entführen werden. Frau Peppi ist ein Hund, der wieder gut aussieht und auch keine besonderen Kunststücke kann, aber Frau Peppi liebt Autofahren und ihre Buben alias Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Hauptaufgabe dieser Gesellschaft ist es, sehr eigenartige und besonders außergewöhnliche Menschen zu besuchen. Aber was erzähle ich euch? Wer weiß, vielleicht waren die drei ja ohne dies bei einem von euch. Die drei, die zwei, die eins auf mich. Hallo, Frau Peppi und die Buben ist die Sendung, die Sie jetzt eingeschaltet haben. Ich bin einer der Buben. Der andere Bub und vor allem Frau Peppi sind hier beim Tierarzt jetzt gerade drin, werden auf Herz und Nieren geprüft, weil es ist eine anstrengende Sendung und da müssen Sie halt irgendwie topfit sein. Oh mein Gott, ich sehe ihn schon. Da drin sitzt mein Kollege Christoph Grissemann, mein Assistent, möchte ich fast sagen. Und der gehört nicht zu den schönsten Anblicken, die dieses Land zu bieten hat. Und dazu bin ich jetzt verpflichtet, auch vom Pressegesetz her, alle Leute unter 18 oder Leute mit schwachen Nerven, wenn er jetzt gleich ins Bild kommt, einfach wegschauen, ja. Das ist sicherer, okay. Ich bin mir sicher, Stermann hat was Hundsgemeines über mich gesagt da draußen. Da bin ich aber Profi genug, ist mir relativ egal. Stimmt, Stermann, du hast was gesagt wegen sicher über Nervenschwäche, mein Gesicht und so? Ha? Nein, ich habe nichts gesagt. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Das ist nicht schlecht, das Gesicht, oder? Nein, ich habe nichts gesagt. Was meine Damen und Herren, das ist Dirk Stermann. Und der Mann ist in Österreich noch völlig unbekannt, aber in Deutschland dafür kennt ihn keiner. Ja? Der Mann ist mir extra von der Redaktion zur Seite gestellt worden, weil neben ihm wirke ich noch sicherer, professioneller, souveräner, charismatischer, einfach besser. Ja? Stefan, hast du schon zur Sendung begrüßt? Hast du das schon gemacht? Ich habe den Leuten gesagt, dass, wie die Sendung heißt. Und nicht guten Abend und so? Nein, noch nicht. Dann mache ich das jetzt, oder? Bitte. Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind, oder besser gesagt zum ersten Mal. Viel Spaß. So machen wir das. Routine macht den Meister. Und jetzt kommt ein Witz zum Niederknien. Man kann jetzt schon prophylaktisch in Ohnmacht fallen. Stermann! Ja, Grissemann. Ich habe so Hunger. Ich hätte gern so eine kleine Dose mit zarten Fischstückchen drin. Oder du holst mir eine Mülltonne und ziehst mir zwei Fischgräten raus. Ich weiß, warum das Gefühl bei dir da ist. Warum? Weil das ist eine Infusion für Katzen. Gut, was ist mit dem Hund? Der Hund ist untersucht worden. Der Hund wird hier seit 8 Stunden untersucht und jetzt, genau jetzt ist die Untersuchung fertig. Können wir rein. Und wir können uns jetzt vergewissern, ob der Hund überhaupt körperlich in der Lage ist, das durchzustehen, was wir machen wollen. Meine Damen und Herren, das ist Peppi. Also der Hund. Das ist der Hund und das ist die Tierärztin. Hallo. Hallo. Sie haben den Hund untersucht. Ist er in der Lage, mitzumachen bei unserer großartigen Show? Frau Peppi ist vollkommen gesund und einer Reise durch Österreich steht aus tierärztlicher Sicht überhaupt nichts im Wege. Eine Frage noch, der Hund will unbedingt beim ORF arbeiten. Haben Sie ihn auch psychisch, kopfmäßig untersucht? Er ist auch psychisch vollkommen in Ordnung. Gut, dann super, Peppi, ja, ich gratuliere dir. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zu unserem Auto und das steht wie immer bei uns daheim. Genau. So, wir starten jetzt also unsere kleine Reise durch Österreich. Und zwar tun wir das mit diesem Auto hier. Und da haben wir uns gedacht, man muss nicht zu sehr protzen. Ein schlichter Kleinwagen tut's auch. Peppi, komm her. Aber Stermann ist gleich was aufgefallen bei dem Auto, oder? Ja, ich habe ihn mir angeschaut und habe gesagt, ja, zwar schlicht, aber leider, es fehlt das Dach. Was sollen wir machen? Wir fahren trotzdem. Abfahrt jetzt. Abfahrt. Peppi, Grissemann, alles klar? Alles klar. Los geht's. Hast du gemerkt, dass Peppi immer mich abschlägt und dich nie? Move over, little dog, 'cause the big dog's moving in.
So, ich zittere nicht vor Kälte, falls Sie das glauben, denn es hat hier doch minus 20 Grad, ideal also für die Sommerwagen-Spritztour. Ich zittere vor Aufregung. Es ist für mich das erste Mal, in einer aufgezeichneten Fernsehsendung mitzuspielen. Stermann ist ein alter Hase. Er selbst hat ja schon Ende der 60er Jahre in Bonanza den Host gedoubelt und sich die gleichen Klamotten von damals wieder angezogen. Wir stehen jetzt direkt am Start unserer Reise durch Österreich. Wir fahren jetzt zum ersten Interviewpartner, ein außergewöhnlicher Österreicher. Wenn Sie zu Hause zum Beispiel am Computer mit einer wirklichen Maus arbeiten, dann sind Sie ein Fall für uns. Wenn Sie einen Handstand machen können, aber der Kopf ist ganz oben, ja, dann sind Sie auch ein Fall für uns. Und so ein ähnlicher Mensch, zu dem fahren wir jetzt. Und in diesem Kuvert hier, Stermann, gib mir das Kuvert. Gib's mir in die Hand. In die Hand. Stehen die Namen der Leute drinnen, zu denen wir fahren. Ja? Ich mache das Kuvert auf. Erster Gast ist ein Herr Willi Radl, so heißt der Mensch, Willi Radl, und er wohnt in Groß-Wilfersdorf. Und irgendwas macht Willi Radl außergewöhnlich. Wir werden es gleich sehen. Stermann, du weißt, wo Groß-Wilfersdorf ist? Schau auf die Straße. Grissemann. Hm? Grissemann? Ja. Passt du ein bisschen auf den Hund auf? Du hast den gleichen Bart wie Peter Rapp, oder? Ja, stimmt. Ich habe ihn extra ein bisschen aus Schleimgründen auch wachsen lassen. Du bist wirklich Peter Rapp für ganz Arme, für Sozialhilfeempfänger, oder? Grissemann, wenn du weiterhin so einen Quatsch redest, ja, werde ich jetzt links abbiegen. Und ich fahre gerade weiter. Du wirst gerade ausfahren, ja. So, wir, ja, ich mach, oder? Ich mach. Wir sind jetzt bei Willi Radl. Hier wohnt er und wir wissen nicht, was ihn auszeichnet. Wir werden jetzt hinaufgehen und anklopfen. Ich wollte noch sagen, bitte nicht immer mein Gesicht ganz nah anzoomen, sonst wird mein Hautarzt wahnsinnig. Aber ich glaube, der Friseur ist zufrieden mit mir, oder? Ich glaube, grundsätzlich wäre es klüger, auf mir zu bleiben. Ich klopfe jetzt an und jetzt kommt der spannende Moment. Wir werden sehen, wer öffnet. Willi Radl. Das ist oh. Willi Radl. Erschießen Sie uns gleich oder später? Später. Ich bin Stermann, das ist Grissemann und da unten ist Hallo. Frau Peppi. Hallo, geh mal rein. Gut, ja. Komm. Frau Peppi, komm. So, wir sind jetzt im Zimmer von Willi. Und Willi, weil wir schlaue Moderatoren sind, haben wir natürlich gemerkt, dass du angezogen bist wie ein Indianer. Jetzt sind viele Leute so angezogen wie du im Fasching. Du meinst es aber ernst und bist immer so gekleidet, oder? Ja, ich war ein kleiner Bub, der hat es angehabt, die Leidenschaft für die Indianer. Und ich stehe wirklich beinhart dazu. Ich mein, Indianer ist mein Leben. Ja. Ich bin stolz, wenn ich mit den Indianern gewandt umgehe, weil das ist ein Teil von meinem Leben geworden. Mhm. Also schon als Kind immer den Wunsch gehabt, Indianer zu sein? Immer, immer. Da war ich 4, 5 Jahre. Da hat es damals die Bässe gegeben. Und da habe ich einen Indianer gesehen, auch meinen ersten überhaupt. Und das hat mich damals schon so fasziniert, dass ich von denen nicht mehr bin losgekommen. Und dann natürlich war es die Zeit, wie die Winnetou-Filme gelaufen sind, in Bear Breeze und so. Und das war dann ein weiterer Schritt, was mich irrsinnig für Indianer motiviert hat. Und wie gesagt, das hat sich dann also mit den Jahren so ergeben, dass ich jetzt so gut es geht lebe wie Indianer. Also wie ist das, wenn du jetzt in der Stadt bist, hast du das gleiche an wie jetzt, oder was? Wenn ich ausgehe, habe ich immer Indianer gewandt an, ja, also da gibt es nichts. Natürlich, ich habe mehrere Variationen, eine Garnitur zum Reiten, ohne Verschein und so. Aber Indianer gewandt habe ich immer auch im Prinzip, außer in der Firma, wenn ich da, also ich tue nämlich Stapler fahren, da habe ich schon einen Jogginganzug an. Aber natürlich auch Stirnbandel, Schmuck und so, gell. Man kann es immer, also dass ich irgendwas mit Indianern zu tun habe und dazu stehe. Ne? Und was sagen die Leute, ohne dir nahe treten zu wollen, sagen die, der spinnt, der Willi? Das war am Anfang, haben viele Leute gesagt, das ist ein Spinner, wie ich mich öffentlich gezeigt habe mit dem Pferd, mit den Indianern gewandt und so. Aber jetzt haben sich die Leute schon geweiht trauen, das Ganze. Und jetzt habe ich auch schon sehr viele Leute zu mir steigen. Also war das so eine Art Indianerkrieg auch? Kann man sich das so vorstellen, dass du mit den Nachbarn so eine Art Indianerkrieg hattest, dass die gesagt haben, das sind Indianer, das finden wir komisch und dass du dich da irgendwie durchsetzen musstest? Nein, das war überhaupt kein Krieg, würde ich nicht sagen. Ich meine, ich bin immer beinhart dazu gestanden, ich habe immer gewusst, was dahinter steckt und was ich will. Nicht?
Also das heißt jetzt im Klartext gesagt, wenn jetzt 100 Leute da sind oder noch mehr, die sagen, du bist ein Trautl. Und auf der anderen Seite steht einer, der sagt, ich stehe zu dir, nicht? Dann tu es. Wegen dein Schuh einmal, weil der ohne zu mir steht, nicht? Also eben nie ins Zweifeln kommen, was die Leute sagen, nicht? Für alle Leute, die glauben, dass er ein Trottel ist, wird Willi jetzt im Beisein von unserem Hund die Waffe laden. Machst du das einmal kurz, die Waffe laden? Und dann direkt da reinschießen? Nein, nein, natürlich nicht. Wie ist das mit Frauen? Ah, Entschuldige, ist ja so, wie ist das mit Frauen? Dass du deine Frau verloren hast, oder? Also die erste, mit der du zusammen warst, die ist weggelaufen, weil du so aussiehst, wie du aussiehst und so lebst, wie du lebst. Ja, ich war 14 Jahre verheiratet mit einer Frau, die mich im Prinzip nie ehrlich unterstützt hat. 14 Jahre lang? 14 Jahre lang. Die zwar immer gesagt hat, das ist richtig, was du machst, aber das nie ehrlich gemacht hat. Der immer ganz andere Interessen gehabt hat. Beispielsweise Diskothek gehen, ausgehen, Gasthäuser fahren und so. Nicht? Ja, bist du denn irgendwann mal mitgegangen in die Diskothek, so als Indianer verkleidet? Also als Indianer gekleidet? Es ist schon vorgekommen, aber es ist nicht my world. My world ist irgendwo allein, also frei, weg von den Leuten, irgendwo allein mit dem Pferd sein und so. Nicht? Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die ich vor zwei Tagen geheiratet habe, der wirklich beinhart zu mir steht. Und da bin ich so stolz drauf. Das ist mein größter Stolz, den ich habe. Ja gut, dann schauen wir uns mal an, was du noch alles so hast hier. Ne? Ja, ist gut. Kannst du uns mal ein bisschen rumführen? Na, ist kein Problem, ja. Okay. Und ein Hund darf mit, oder? Na sicher. Ja? Ich bin ein Tierfreund. Und wenn Indianer mögen Hunde grundsätzlich, oder? Na, auf jeden Fall, Mann. Ich hab sowieso Viecher gern. Ja. Unser Hund schläft, glaube ich. Frau Peppi? Peppi! Ja, geh mal. So, Willi wird uns jetzt die vier Dinge zeigen, die für ihn am wichtigsten sind. Und das ist das erste, Willi? Das ist das erste, das ist das Spacey-Heft. Das war der erste Indianer, den ich gesehen habe in meinem Leben. Da war ich 4, 5 Jahre alt. Und der hat mich damals schon so fasziniert, dass ich, wie gesagt, von dem nicht mehr beim Loskommen. Und das ist jetzt auch schon eine gewisse Zeit her, weil jetzt bin ich da schon 33 Jahre und das fasziniert mich immer gleich wie früher. Ich meine, der hat mir einfach. Der Indianer auf dem Cover. Der Indianer auf den. Das heißt, wenn der Zeichnung da, ja. Wenn du zufällig statt dem Bessie-Heft ein Donald Duck-Heft in Händen gehalten hättest, wärst du jetzt eine Ente im Matrosengewand? Nein, das. Kein Scherz. Nein, das ist. Das war einfach. Schlechter so. Scherz. Halte ich eher nicht. Also, ja. Alles begann mit Der Teufel wohnt in Omaha für dich. Ja, nicht der Text, sondern der Indianer. Der Indianer, der Zeichen, die Indianer. Ne? Mhm. Das ist ein Apache, oder? Das ist ein Apache, ja. Hast du eigentlich auch so Fantasienamen, Häuptling, große Weinbergschnecke? Ja, ich habe schon Indianernamen, den ich mir so selber gegeben habe. Das heißt Red Eagle. Das heißt im Prinzip, Rot ist meine Lieblingsfarbe, das sieht man bei der Bemalung. Ja. Und Eagle heißt Adler. Das hat das Symbol, weil ich gern frei wäre wie ein Adler. Nicht? Da fährt Traum irgendwo, aber wahrscheinlich nicht. Was heißt eigentlich Eagle? Wie auf Englisch? Adler. Nein, aber Eagle. Also, was heißt Eagle? Keine Ahnung. Im Englischen bin ich nicht so mächtig. Französisch ist meins. Da habe ich dann eine Musik, die mich irrsinnig fasziniert. Praktisch dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied, ja. Oh, was ist das? Das ist aus dem Film Christoph Kolumbus. Das habe ich das erste Mal gehört. Und das ist die Musik, die ich auf Veranstaltungen spiele. Das heißt, spielen werde nächstes Jahr, weil ich nämlich Standreiten tue. Das ist das Pferd, auf dem Willi... Nein. Das ist das Pferd, auf dem Willi jetzt schon sitzt, und zwar mit seiner Frau Sonja. Hallo, Sonja. Hallo. Du bist seit 2 Tagen mit Willi verheiratet. Ja. Du heißt jetzt Frau Igel? Frau Radl. Frau Radl, du bist eine Squaw. Ja. Ja? Was warst du vorher, bevor du Indianerin oder Squaw wurdest? Friseurin. Jetzt nicht mehr? Nein. Aufgehört wegen der Heirat mit Willi? Na, wegen der Heirat habe ich nicht aufgehört. Sondern? Ja, ich bin ja von weiter hergezogen. Ich kann nicht das da nicht mehr machen. Aha, das heißt, du übst jetzt keinen Beruf mehr Nein. aus? Mhm. Ja. Hast du noch Fragen, Stermann? Ich wollte fragen, schlaft ihr da drüben in diesem Tipi hinter dem Pferd, hinter diesem anderen Pferd da, oder wo schlaft ihr jetzt nachts? Nachts schlafen wir jetzt noch in unserem Bett, aber im Winter schlafen wir dann nochmal im Tipi. Ah, im Winter, also ist das so eine Art Abhärtungssache, oder? Nein, weil es romantisch ist. Ah, okay. Und dann immer Friedenspfeife danach? Ja. Das wird man sehen. Ja. Okay, ihr wollt uns jetzt einen Stunt zeigen, oder du vielmehr? Ja. Dazu müssen wir aber erst runter auf die Koppel reiten. Wir gehen mit Peppi. Wir gehen Pipi machen und dann mit Peppi zur Koppel. Und Willi und das Pferd und Sonja reiten zur Koppel und wir treffen uns dann wieder. Bis gleich. Okay. Also, guten Ritt. Pipi. Okay.
Grissmann, hör auf zu winken, er kann uns doch nicht mehr sehen. Nur, Stürmer, Indianer haben hervorragende Augen. Außerdem kann er uns im Fernsehen sehen und mit dem Mann möchte ich es mir nicht verscherzen. Na gut, dann fahren wir jetzt nach Cookmirn. Ja. Grissmann, du magst es ja eigentlich gar nicht, Autofahren, oder? Nein, ich fliege lieber. Das entspricht doch mehr mir, ja, meiner Prominenz. Ich fliege lieber und das letzte Mal, habe ich dir das schon erzählt? Wie ich zu dem Fräulein als, zum... Als ich. Das letzte Mal als ich. Was habe ich gesagt? Wie ich. Achso, wollte mich nur niveaumäßig dir angleichen. Hey, Bud Spencer! Ja. Viele Leute haben uns vorgeworfen, dass keine Prominenten mitspielen hier in dieser Sendung. Das da drüben war Bud Spencer. Soll ich jetzt die Fluggeschichte erzählen? Ja, was hast du erzählt, als du? Als ich einmal fliegte, bin in die Schalterhalle gekommen und... Das Fräulein fragte dann immer, welche Klasse. Ja. Und ich habe gesagt, Weltklasse. Sonst fliegst du ja immer Showbusiness Class, oder? Ja. Ja. Ich fliege auch immer erste Klasse, weil dann kommt man früher an. Ja. Ach, Telefon. Ja? Meine Damen und Herren. Oh! Es gibt. Es ist Herr Zeiler vom ORF. Ja, es gibt Moderatoren. Ja, ich weiß, er ist Deutscher. Die eine Handyattrappe haben. Ja. Dieses ist ein echtes Handy, es handelt sich aber um. Ja, natürlich weiß ich, dass ich besser bin. Ja, das wollte die Redaktion. Ich brauche ihn nicht. Jetzt gleich rausschmeißen. Ja, wer fährt dann? Wer soll dann fahren? Na, er hat Sozialhilfe vorher bekommen. Ja. Achtung. Die Kurve geht noch. Und dann muss er raus. Kommt aber direkt an der zweiten Kurve dann. Okay, dann mache ich das. Vielen Dank. Ja, ja, sag ich ihm. Ja. Danke, das ist nett. Ich weiß nicht, ob das geht, dass man ihn ganz rausschneidet. Ja? Okay. Danke, Boss. Danke. Wer war's? Nichts Wichtiges. Hey, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? So, wir sind jetzt direkt auf dem Gelände von Herrn Bertram Salei und die Redaktion hat uns gesagt, dass auf Kommando, wenn wir schreien, Herr Salei, aus diesem Stall hier drei Lebewesen rausrennen werden. Eins dieser Lebewesen wird Bertram Salei sein und die anderen Lebewesen, keine Ahnung. Wir werden jetzt rufen, Herr Salei! Hallo! Hallo! Herr Salei? Das ist Herr Salei, glaube ich. Oh. Ach. Und zwei andere Lebewesen. Beppi, sehr ruhig. Aha. Beppi, es sind nur Kamele. Ruhe. Du bist ruhig. Und Herr Salei. Beppi. Guten Tag, Herr Salei. Guten Tag. Sei ruhig, Beppi. Ich glaube, wir haben das Rätsel schon fast gelöst für uns selbst. Ich glaube, Sie halten Kamele. Ja, zwei Stück habe ich zurzeit. Leidet er an Epilepsie? Nein. Der frisst gerade die Pellets. Ja, ich meine, da stellt sich jetzt natürlich für mich die Frage, wie kommt es, dass wir hier im Burgenland zwei Kamele sehen? Also wie muss man sich das erklären? Na, das ist eigentlich bei uns gar nicht so was Besonderes mehr, weil ich die Tiere schon seit ca. 15 Jahren besitze. Ja. Und die passen eigentlich ganz gut her. Aber normalerweise im Burgenland wachsen die nicht, oder? Also es ist nicht so, dass das Wappentier des Burgenlandes ist, unbedingt. Noch nicht. Die kann man da so hin oder essen die dann das Mikro? Wenn man... Na, vielleicht werden sie kosten ein bisschen. Wie viele Tiere haben Sie insgesamt? Insgesamt? Ach, das zahlenmäßig weiß ich das gar nicht. Das ist mein Kollege Grissmann eher an mich halten. Er ist eher der Mann, der für die nonverbalen Sachen zuständig ist. Er kümmert sich um unseren Hund. Frau Beppi? Frau Beppi? Der Hund kann nicht reinkommen, die haben Hunde sehr gern. Ja, aber der Hund hat die Kamele nicht so gern, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, Beppi hat ein bisschen Angst. Ja. Jetzt ist es so, ich weiß ja nie genau, wie viele Höcker Kamele haben und wie viele Höcker Dromedare haben. Können Sie mir diesen Unterschied erklären? Und sind das überhaupt Höcker oder sind das so eine Art Geschwüre? Also die Tiere sind gesund. Ja, das sind Höcker, ja. Und zwar die Trampeltiere haben zwei Höcker. Ja. Das Dromedar einen größeren in der Mitte. Und Stermann hat gar keinen. Entschuldigung. Haben wir was gefragt gerade? Haben Sie irgendwelche Höcker? Fragen an uns? Nein. Möchte vielleicht jemand reiten?
Stermann würde gerne reiten, glaube ich. Nein, mach du. Ich reite doch nicht. Ich bin fast 30 Jahre alt. Wenn ich nicht auf Kamelen reite. Meine Damen und Herren, freuen sich jetzt mit mir zusammen darauf, dass mein Kollege Christoph Bissmann, mein Assistent, nun reiten wird. Auf welchem wird er reiten? Stermann wird reiten. Kann er sich aussuchen? Auf dem Schnelleren oder auf dem Langsamen? Auf dem Schnelleren würde ich vorschlagen. Komm, reit du. Ich möchte noch ganz kurz, bevor Grissmann, der sich nun vorbereiten wird, reitet, möchte ich mir kurz die Zähne anschauen, falls sie ihn beißen, was ich mir dann davon versprechen kann. Oh, das schaut aus wie dein Gebietssterne. Noch mit Zahnpasta drin. Oh, oh, oh. Das schaut hübsch aus, finde ich. Also ich werde nicht reiten, garantiert nicht. Gut. Ha? Los, euer Mikrofon weg. Und Stermann wird jetzt reiten. Stermann wird auf Kamelen reiten. Das ist sehr unfair. Muss ich vorstellen, der Mann ist 35 Jahre alt und die einzige Chance, die er hat, um sich interessant zu machen, ist, sich mit einem weißen James-Last-Anzug auf ein Kamel zu setzen. Ich habe ein bisschen Angst, gebe ich zu. Ich habe ein bisschen Angst. Wäre das jetzt noch die Gelegenheit? Und wehe, du peitscht die Tiere. Ja? Also, wenn runterfallen, dann links oder rechts und direkt mit dem Kopf nach vorn, Stermann. Das Tier scheint sich zu weigern, weil es weiß, dass Stermann drauf sitzen will. Achtung jetzt. Ich dachte, ich soll mich nur draufsetzen. Von Reiten war nicht die Rede, oder? Doch, Reiten. Galopp. Ich peitsche aber nur Stermann und keine Kamele. Ganz leicht. Nein, nein. So, Stermann. Kann ich nicht ab? Nein, 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 bleib oben bleiben. So, und jetzt hat. Hat, hat. Hat, 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 es geht rückwärts. Wo ist der erste Gang? Mach rückwärtsgang, komm. Obwohl das Kamel, ich will immer Pferd sein. Ich gebe Ihnen das wieder, Herr Sahler, ich habe Angst. Das ist etwa so wie unser Auto, würde ich sagen. Ja, festhalten. Was passiert jetzt? So, Stermann, also wir gehen dann wieder, ja? Ja, tschüss. Hat, 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 hat. James Last auf einem Kamel. So, ich würde sagen, wir fahren wieder, oder? Das war's. Stermann ist weg. Und wir können jetzt schon sofort uns auf die Reise begeben zu unserem nächsten Interviewpartner. Ah. Danke. Ciao, Stermann. So. Hat, hat, hat. Scheiße, er kommt wieder. Ja. Reiten Sie gern? Hat, 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 hat. Ist das für Sie angenehm? Eine Dame von mir wäre mir lieber gewesen. Ah, dann hätte halt Christemann hier sitzen müssen. Kann ich abschlagen? Das Schönste für mich ist, wenn Stermann leidet. So, komm, du musst wieder an die Ferien gehen. Ich würde vorschlagen, wir verabschieden uns. Und Herr Sahler, vielen Dank. Es hat uns sehr gefreut. Mir hat es gut gefallen. Passen Sie auf beim Absteigen, das tut höllisch weh. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal abgestiegen sind. Alles Gute, nein, alles. Ich lege mich immer runter. Vielen Dank. Vielen Dank und alles Gute für Sie und die beiden Kamele. Meine Damen und Herren. Lange. Mach du weiter. Ja, das war's hier bei Bertram Sahler, der Mann, der zwei Kamele hat, einige Lamas, einige Kängurus und auch Emus. Und zu ein haben wir nicht Lama, deutscher ORF-Moderator, verlässt den Schauplatz. Ah, das Geschehens. Komm, auf Wiedersehen. Frau Beppi. Ah. Stermann, es gibt doch ein ganz berühmtes Lied. Das er, ich muss immer ich glaube, an dieses es Lied heißt denken. Azzurro. Nein, ich muss immer an dieses Lied denken, wenn wir quasi durch alpines Gelände fahren. Ja. Weil es hat damit zu tun, glaube ich. Und das geht so etwa, aber mir fällt nie ein, um welche Stadt es sich handelt bei dem Lied. Es geht so. If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. Ja. Ich weiß es auch nicht. Mach, Peppi, mach. Mach jetzt endlich. Mach. Mach, bitte. Bitte. Boah, so kalt. Meine Brustwarzen sind ganz steif. Warte, Telefon. Oh. Ja, hallo, Stermann und Grissemann. Oh. Oh, hallo, Boss. Das Wer ist der ist Boss. Ja? Der Boss. Schöne Grüße von mir. Nein, das war eine gute Idee, im Februar das zu machen. Uns geht's sehr gut. Ja. Ja. Schöne Grüße von Grissemann. Es geht um Grissemann, es geht um dein Gesicht. Bitte? Was ist mit dem Gesicht? Ja, aber das hätte man ja vorher wissen können. Das Gesicht kannten Sie ja. Wir brauchen Maske, mehr Maske, viel mehr Maske. Wir brauchen viel mehr Maske, Grissemann. Maske, bitte. Gesicht?
Grissemann? Ja. Irgendwie erinnert mich dein Gesicht an 1969. Das kann gut sein. Ich war 69 das offizielle Gesicht zur Mondlandung. This old house here is mighty small, but it's better than no house at all. So ease it on over. Drag it on over. Move over, old dog, cause a new dog's moving in. Schau mal, Frau Peppi, da in dem Auto sitzt ein Hund. Ja, doch auf damit. Ich sage auch nicht, schau, Stermann, in dem Auto dort sitzt ein Deutscher. Viele Tierschützer haben sich beschwert darüber, dass der Hund nicht gut versorgt wird. Dem ist nicht so. Grissemann hat jetzt irgendwo etwas eingekauft für den Hund zum Essen. Nämlich eine Bonbonniere. Das wird ihm schmecken. Schau. Das wird ihm schmecken. Aber leider, Peppi, jetzt keine Zeit, weil wir kommen zu unserem letzten Gast für heute. Vielleicht ist Fleisch drin. Grissemann, weißt du, wer unser letzter Gast ist? Ja, unser letzter Gast ist Willi Riedel, so heißt der Mensch. Und ich weiß, du wirst mich jetzt fragen, ist deine Namensgleichheit zum ersten Gast aufgefallen, Grissemann? Grissemann, ist deine Namensgleichheit zu unserem ersten Gast Willi Radl aufgefallen? Und ich werde sagen, ja. Ja. So, wir gehen jetzt hinein zu Willi Riedel und wir werden sehen, was ihn auszeichnet. Komm, Peppal. Herr Riedel. Grüß Gott. Bitte schön. Stermann, Grissemann, Frau Peppi. Angenehm. Grüß Gott. Grüß Gott. Herr Riedel, uns wurde gesagt, dass an Ihnen etwas besonders ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, Sie sind Antiquitätenhändler. Das ist richtig, ja. Ja? Das ist richtig. Und ist das schon das Besondere oder haben Sie ein spleeniges Hobby? Ja, wenn Ihnen das gesagt wird, dann kann es nur eins sein, dass Sie das hören wollen, dass ich ein erfolgreicher Hobbydetektiv bin. Wie viele Kriminelle haben Sie bis jetzt gefangen? Bis zum gestrigen Stand 539. Mhm. Und was war da dabei? Ich glaube, das müssen wir jetzt noch mal kurz wiederholen. 539 Einzelleute hat er gefangen. 539, ist ja nicht wenig, oder? Nicht Einzelleute, das waren auch Banden, also Dreier- oder Viererbanden. Also und das machen Sie allein? Also wenn Sie vier Leute sehen auf der Straße und Sie wissen, die haben irgendwo eingebrochen? Dann versuche ich, sie alle vier dingfest zu machen. Das heißt, ich würde es nie schaffen, zum Beispiel aus Ihrem Geschäft, diesen wunderschönen alten Kasten unbemerkt rauszuschleppen. Sie würden es vielleicht schaffen, aber ich werde Sie erwischen dabei. Würden Sie mich erschießen gleich? Nein. Nein. Aber Gottes Willen. Mit Handschellen doch festhalten. Ich würde Sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Mhm. Ich weiß, dass es auch nicht sehr schwierig wäre bei ihm. Man müsste ihm einfach nur ein bisschen fester die Hand geben und er würde schon winselnd zum Boden gehen. Dann aber jetzt im Ernst, wie ist das, wenn Sie jetzt mit Leuten zu tun haben, die Gewalt anwenden? Also kam das schon vor? Also es wurde auf Sie geschossen, aber... Es wurde schon auf mich geschossen. Gott sei Dank hat man mich nicht getroffen. Aber wie gesagt, es ist nicht immer einfach, Verbrecher dieser Art dann festzunehmen. Also es ist bisher, Gott sei Dank, immer gut gegangen. Warum macht ein Mensch sowas? Haben Sie ein so großes Gerechtigkeitsempfinden? Das ist richtig, ja. Und jeder kann der Nächste sein. Ja. Hat sowas früh angefangen? Haben Sie in der Schule schon die Mitschüler nicht abschreiben lassen? Oder nein, gepetzt nein. Dann? Müller schreibt ab? Nein, 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 nein. Wie finden Sie denn die Leute, die 539? Also schauen die anders aus als andere Leute? Erkennt man Ganoven am Äußeren? Nein, nein, nein. Nein. Also ich schaue, wenn Sie mich so sehen, ich könnte jetzt die Taschen voller Lippenstift haben auch. Aber man wird es nicht erkennen. Ich schaue nicht aus wie ein Verbrecher. Das kann sein, also wenn Sie die Taschen voller Lippenstift haben, dann nehme ich an, dass Sie die Lippenstifte gekauft haben und ehrlich erworben haben. Mhm. Und Ihren vielen Freundinnen, die Sie vielleicht haben. Ich kaufe den Lippenstift ja für mich. Bitte? Nichts. Ich weiß nicht, ob Sie ausgestattet sind mit Lippenstift. Ja, nein, nein. Schauen Sie nicht gern Columbo an und so Sachen? Schaue ich sehr gern an. Also ich schaue mir sehr gern Krimis an. Und Sie wissen aber sofort immer, wer der Täter ist, oder? Nicht immer. Also manchmal gibt es auch Krimi, die gehen bis zum Schluss ist die Spannung und so soll ja auch ein Krimi sein, wenn er im Fernsehen gesendet wird. Und manchmal ist es sehr aufschlussreich. Man kann dabei, besonders in meinem Hobby, sehr, sehr viel lernen. Obwohl Sie eher so der Schimanski-Typ sind, oder? Hemdsärmelig und gleich... Nein, das möchte ich nicht sagen. Also die Faust, die Sie jetzt eben gezeigt haben, die übe ich nicht aus. Ich verletze den Täter nicht. Ja. Wenn er sich wehrt, dann mache ich ihn kampfunfähig und lege ihm dann meine Handschellen an und warte bis zum Eintreffen der Polizei. Mhm. Sollen wir kurz hinausgehen und schauen, irgendwie, wie man, auf was man achten muss, wenn man Hobbydetektiv ist, wenn man durch die Stadt geht? Ja, das können wir machen.
So, es handelt sich jetzt um eine klassische Observation, oder? Ja, um einen Spaziergang, würde ich sagen. Kurze Beobachtungen. Ist schon irgendwas aufgefallen, was auffällig ist? Jetzt, hier? Naja, so schnell geht's nicht immer. Ich sichere rechts ab. Worauf müssen wir denn achten? Also worauf achten Sie denn jetzt? Ja, vielleicht auf einen Dasselzieher, aber es ist an und für sich heute wenig Betrieb. Also sind wenig Leute da, dass man auf sowas heute Obacht geben muss. Aber man weiß es nie, die Kriminalität kann jeden Moment kommen. Wäre es denn jetzt schon wahrscheinlich, dass wir an einem Verbrechen vorbeigekommen sind, seit wir hier spazieren gehen? Das glaube ich nicht, sonst hätte ich es gesehen. Haben Sie schon mal Kollegen von uns? Sie meinen jetzt vom Fernsehen? Ja. Nein, habe ich noch nicht gehabt. Haben Sie aber Glück gehabt, die Kollegen. Ja, Herr Riedel, wir haben jetzt viel über Verbrechen und Kriminalität gesprochen und mir ist eingefallen, dass wir unseren Wagen gar nicht abgeschlossen haben. Um Gottes Willen. Das ist ein ganz großer Fehler. Ich schlage vor, müssen wir direkt hin jetzt schnell und hoffen, dass er noch da ist, oder? Herr Riedel, Hals und Einbruch? Oder machen Sie es gut. Jemand sagt, ja? Okay. Wiederschauen, Herr Riedel. Ja, so Herr Riedel. So, was hast du alles? Alles von ihm. Kreditkarten, ja. Geldtasche, ja. Die Brille vom Kopf und dann hat er noch eine in der Tasche gehabt. Ja, ich habe sein Unterhemd. Unterhose habe ich. Strümpfe habe ich. Rechten habe ich, du hast den linken. Ich habe den linken, ja. Ich habe beide Schuhe. Okay. Aber nichts anmerken lassen, sondern unauffällig weitergehen und verschwinden. Wie hat dir die erste Sendung gefallen? Ja, gehobener Durchschnitt. Gut. Meine Damen und Herren, das war's für heute von unserer Seite. Wenn Sie glauben, Sie kennen jemanden, da würde es sich lohnen, hinzufahren, dann schreiben Sie aber nicht an uns, weil unsere Redaktion hat genug Leute für etwa 1000 Sendungen. So, jetzt ist schon spät und falls Sie nicht wissen, was Sie heute noch tun sollen, dann machen Sie es doch einfach wie unser Hund. Baden, essen und dann auf allen Vieren. Ins Schlafzimmer. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Abfahrt jetzt, Stürmer. Komm, Peppi.